Ich darf jetzt kurz den Modus der Vorlesung in PKM, Prozess- und Kommunikationsmodellierung, erklären. Eine Vorlesung ist ja generell, um das nochmal zu wiederholen, vielleicht am Beginn des Studiums, eine Lehrveranstaltung, die keinen sogenannten prüfungsimmanenten Charakter hat. Das heißt, es gibt da keine Anwesenheitspflicht. Die einzig prüfungsrelevante Leistung ist hier die, oder die einzige Leistungsbeurteilung, die vorgesehen ist, ist hier die Vorlesungsprüfung am Ende des Semesters oder nach Ende der Vorlesung. In der Vorlesung an sich, wenn sie traditionell durchgeführt wird, werden ausschließlich die Inhalte präsentiert und es gibt halt dann die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Wir führen im PKM die Vorlesung nach einem etwas anderen Modus durch. Was gleich bleibt, ist, dass man ausschließlich bei Teilnahme an der Prüfung ohne eine Anwesenheit während der Vorlesungstermine die Lehrveranstaltung trotzdem positiv abschließen kann. Grundlage ist das Skriptum, das heißt, wenn man das Skriptum lernt, dann spricht nichts dagegen, ausschließlich zur Prüfung zu gehen und zu versuchen, dort die Fragen entsprechend zu beantworten. Die Vorlesung an sich nutzen wir nicht zum reinen Vortrag der Inhalte. Dafür gibt es genau diese Videos in diesem Stil, wie wir es jetzt gerade sehen hier. Dort werden die Inhalte relativ feingranular in kurzen Videos präsentiert, erklärt. Wir nutzen den Vorlesungstermin an sich, also den Präsenztermin im Hörsaal, um dann nochmal detailliert auf Fragen einzugehen, um den großen Zusammenhang der einzelnen Themen zu zeigen, um die praktische Anwendung der einzelnen Themen zu zeigen und dann in interaktiven Aufgaben zu vertiefen. Der Modus, nachdem das durchgeführt wird, nennt sich das Flipped Classroom-Prinzip. Das heißt, wir drehen das klassische Muster von im Hörsaal wird vorgetragen, zu Hause wird geübt. Drehen wir um. Ihr schaut euch bitte außerhalb der Lehrveranstaltung die Inhalte an und in der Lehrveranstaltung versuchen wir dann das Verständnis nochmal zu vertiefen und praktisch schon anzuwenden, auch als Vorbereitung auf die Übung, die wir dann im nächsten Video nochmal im Detail besprechen werden. Um diesen Mehraufwand des Videoansehens zu Hause zu kompensieren, ist die Anzahl der Präsenztermine in der Vorlesung PKM um 50% reduziert. Das heißt, wir haben nach wie vor wöchentliche Termine, die Vorlesung endet aber bereits Mitte des Semesters. Das heißt, wir werden im Wesentlichen anstelle von insgesamt klassisch 15 Terminen nur 7 durchführen, einen Vorbesprechungstermin oder 8, einen Vorbesprechungstermin, 6 inhaltliche Termine, also jeweils 2 pro Themenbereich. Themenbereiche haben wir ja vorhin bereits gesehen, Organisationen, Modelle, Modellierung, Sprachen und Geschäftsprozessmanagement und haben dann noch eine Fragestunde, bevor es dann zur eigentlichen Prüfung geht. Wie gesagt, also es ist möglich, diese Inhalte selbst zu lernen, ausschließlich auf Basis des Skriptums oder unter Verwendung auch der Videos, die wir bereitstellen, wo die Inhalte präsentiert werden. Im Hörsaal wird in erster Linie nochmal gefestigt und vertieft. Um auch zu berücksichtigen, dass das ebenfalls ein Aufwand ist, gibt es für die aktive Teilnahme an der Lehrveranstaltung, an den Präsenzterminen, gibt es Bonuspunkte. Diesen Bonuspunkte-Modus möchte ich jetzt ganz kurz nochmal erklären. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir pro Themenbereich im Wesentlichen 2 Lehrveranstaltungstermine haben. Das heißt, 2 für den Themenbereich 1, 2 für den Themenbereich 2 und 2 für den Themenbereich 3. In jedem dieser Lehrveranstaltungstermine werden wir einmal vertiefen und einmal anwenden. Es gibt immer einen Vertiefungstermin, einen Anwendungstermin. Bei dem Vertiefungstermin versuchen wir nochmal gemeinsam auf die Inhalte, die vorzubereiten waren. Das heißt, jeweils bis hier in dieser Zwischenphase ist dann Vorbereitung.
mit den Videos oder den Skripten und den Skripten, wo man sich das also zu Hause anschaut. Und da versuchen wir, die Inhalte der Vorbereitung nochmal aufzunehmen und vertiefen diese. Das heißt, ich werde dort auf der einen Seite nochmal Anwendungsbeispiele, integrative Beispiele bringen, nochmal die wesentlichen Konzepte erklären. Auf der anderen Seite wird es dort Fragen geben, interaktive Fragen geben, die man beantworten kann, sollte, die man beantworten sollte und das auch können sollte, wenn man sich entsprechend vorbereitet hat. Und für die korrekte Beantwortung dieser Fragen, das werden wir mit einem Computersystem einfach interaktiv direkt im Vorlesungstermin machen, gibt es dann Bonuspunkte. Wie genau diese Aufteilung ausschaut, dazu komme ich gleich. Beim zweiten Termin gibt es auf Basis dieser Inhalte jeweils eine interaktive Aufgabe, das heißt eine konkrete Anwendung der Inhalte, die dann umzusetzen ist in der Präsenzphase und deren Dokumentation am Ende abzugeben ist. Da werden wir also eher interaktiv arbeiten. Ich werde die Aufgabe kurz vorstellen. Ihr werdet euch dann alleine oder in Gruppen nach freier Wahl mit dieser Aufgabe beschäftigen, das mitdokumentieren, abgeben. Ich werde am Schluss nochmal ein Wrap-up machen, nochmal zeigen, auf was es bei der Aufgabe ankommt oder angekommen wäre. Und die Abgaben bilden dann wiederum die Grundlage für die Vergabe von Bonuspunkten. Vielleicht ganz kurz zum Prüfungsmodus und zu diesen Bonuspunkten. Das ist hier im Text nur mal detaillierter beschrieben. Ich zeichne jetzt vielleicht nochmal auf, wie das funktioniert. Die Prüfung selbst wird auch entsprechend dieser drei Themenbereiche, die wir gehabt haben, aufgebaut sein. Das heißt, es wird jeweils einen Fragenblock zu jedem Themenbereich geben. Themenbereich 1, Themenbereich 2 und Themenbereich 3. Und bei der schriftlichen Prüfung können für jeden Themenbereich klarerweise jeweils 100% der erreichbaren Punkte erreicht werden. Das heißt, es ist nochmal gesagt, nicht notwendig bei den Präsenzterminen da zu sein. Man kann ausschließlich bei Teilnahme an der Prüfung auch ein sehr gut erreichen. Allerdings kann eben mit der Teilnahme an den Präsenzterminen ein Bonus von insgesamt 30% der erreichbaren Punkte pro Themenbereich vorab erworben werden können. Also mit 33%, also ein Drittel im Wesentlichen. Diese Bonuspunkte werden bei der Prüfung angerechnet und bilden also gleich mal einen Sockelbetrag für jeden Themenbereich. Das heißt, es wird dann ausreichen, zum Beispiel beim Themenbereich 1, nur noch zwei Drittel der Punkte, also 66% zu erreichen, um trotzdem die volle Punkteanzahl zu erwerben. Was nicht funktioniert, ist, dass die Punkte komplett über die gesamte Prüfung aufsummiert werden. Die Bonuspunkte für jeden Themenbereich gelten immer nur für den jeweiligen Themenbereich. Das heißt, umgekehrt, wenn ich also die volle Bonuspunkteanzahl für den Themenbereich 1 habe und die Aufgabe für den vom Themenbereich 1 bei der Prüfung auch vollständig richtig beantworte, dann hätte ich ja, wenn man es einfach zusammenzählt, 133% der Punkte. Spricht und es wird dann quasi übersprechen auf die anderen Themenbereiche. Das passiert nicht. Das heißt, es gibt pro Themenbereich maximal 100% der Punkte zu erreichen. Diese 33% teilen sich wiederum auf in 11% für die Fragen aus dem Vertiefungstermin und 22% für die Fragen aus dem oder für die Abgabe, für die Beurteilung der Abgabe aus dem interaktiven Element. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Das heißt, die aktive Teilnahme an den Vorlesungsterminen, an den Präsenzterminen hilft dabei, bei der Prüfung schon mal leichter eine positive oder eine bessere Note zu erreichen. Es ist nicht so, dass die Bonuspunkte erst zählen, wenn auf der schriftlichen Prüfung eine positive Note erreicht wird, sondern die zählen auf jeden Fall. Und auch wenn die Prüfung dann grundsätzlich negativ wäre und die Bonuspunkte dazu führen, dass sie positiv ist, dann wird trotzdem eine positive Note ausgestellt. Diese Bonuspunkte aus den Vertiefungsterminen, die gelten für alle Vorlesungsprüfungstermine,
die der jeweiligen Vorlesung jetzt zugeordnet sind. Für die Vorlesung gibt es 3 Prüfungstermine. Das sehen wir hier im letzten Absatz zur Vorlesung, 3 Termine. Der erste Termin wird gleich nach Ende der Vorlesung sein, nachdem die Vorlesung ja geblockt ist, also weniger Termine hat, als das Semester lang ist, ist es bereits Ende Mai, steht ohnehin schon im Kuss, wenn die erste Prüfung ist. Der zweite Prüfungstermin ist zur klassischen Prüfungszeit zu Semesterende und der dritte Prüfungstermin ist im darauffolgenden Semester, also im Wintersemester zu Semesterende, das heißt Ende Jänner wird es den dritten Prüfungstermin geben. Zu diesen 3 Prüfungsterminen zählen auch die Bonuspunkte, die in diesem Semester erworben wurden, werden also automatisch draufgerechnet. In den Folgesemestern, nachdem sich thematisch immer wieder leicht was ändert und verschiebt, ist es dann leider nicht mehr möglich. Also da werden die Bonuspunkte dann neu zu erwerben, wenn man es denn weiterhin in Anspruch nehmen möchte. Die Prüfung an sich ist so organisiert, dass es keine Haupt- oder Nachklausur oder Teilklausuren gibt, sondern jeder Prüfungstermin steht für sich, kann beliebig in Anspruch genommen werden. Das heißt, ihr meldet euch im Kurs zur Prüfung an und kommt dann einfach. Bei der Prüfung ist es so, dass grundsätzlich 90 Minuten Zeit sind. Hoppala, 90 Minuten. Die Prüfung ist in diese 3 Themenbereiche unterteilt, die ihr natürlich frei bearbeiten könnt. Und es ist während dieser 90 Minuten in den ersten 15 Minuten möglich, den Raum zu verlassen, ohne dass die Prüfung beurteilt wird. Das heißt, ihr könnt euch die Prüfung einfach mal anschauen, schauen, ob ihr sie wirklich schreiben möchtet, ob sie beurteilt werden soll oder ob es euch lieber ist, bei einem anderen Termin das Ganze nochmal zu probieren. Nach 15 Minuten werden wir ankündigen, dass es jetzt dann ab sofort auf jeden Fall eine Note ausgestellt wird, also dass der Antritt auf jeden Fall zählt, dann gibt es dir jetzt die Möglichkeit, nur den Raum zu verlassen und ab dann kommt es auf jeden Fall zur Ausstellung einer Note, egal ob die dann positiv oder negativ ist, draufgerechnet werden, aber eventuell erworbene Bonuspunkte, so wie ich es vorher erklärt habe. Ich hoffe, das erklärt den Ablauf der Vorlesung und die Organisation der Prüfung. Und im nächsten Video schauen wir uns jetzt dann noch den Modus der Übung an.